Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Knoblauch und neben mir steht Donat Matthews. Guten Tag. Dieser Mann hier ist ein Global Traveler, also ein Mann, der um die Welt reist und die Krisen in mittelständischen Betrieben löst. Mal die ganz banale Frage, an was fehlt es denn in aller Regel oder meistens? Ja, am Personal. Aber Personal ist ein bisschen so ein abstrakter Begriff. Es fehlt an Menschen. Weil was ist denn eine Firma? Ein Logo, ein Haus, jede Menge Maschinen. Ist alles unwichtig. Wichtig sind die Menschen. Menschen, die arbeiten unten. Menschen, die denken oben. Solche, die verkaufen. Es ist alles nur Menschen. Und wenn die stimmen, dann geht's. Und wenn die nicht stimmen, dann geht's nicht. Und wenn jetzt die Hütte brennt, also es nicht geht, dann tut ein Change Manager, der wenig Zeit hat, was? Ja, stellt sich zuerst die Frage, ob die Menschen, die dort sind, auch etwas herstellen, leisten, machen, die andere Menschen, nämlich Kunden, kaufen wollen. Oder haben sie den Zug verpasst oder verschlafen? Und wenn wir dann mal geklärt haben, dass das, was dort gemacht wird, grundsätzlich interessant wäre, dass andere Menschen Geld geben zum das Kaufen, dann müssen wir es noch so gescheit machen, dass auch was bei verdienen. Das heißt effizienter, besser, schneller, all, sie wissen all das. Okay. Aber es fängt immer zuerst an mit, will das einer überhaupt? Und wenn ja, wie kriegen wir es hin? Also wir reden dann über Geschäftsmodelle. Ja, Produktsortiment, Preise und so weiter zuallererst. Weil erst, wenn wir wissen, was wir am Markt anliefern wollen, dann kann man sich intern gescheit aufstellen, um das erreichen. Also immer wieder die Frage, haben wir ein handfestes Problem, für das wir eine handfeste Lösung haben? Ja, weil nur am Team rumflicken, was hier heute das Thema vom Tages ist, es nützt nichts. Super Team läuft in die falsche Richtung. Haben wir auch verloren. Also war am schnellsten dort, nur nicht dort, wo wir sein wollten oder sollten. Doch, sein wollen. So, also, wer sich für Global Change Management interessiert, Donat Matthews ist übrigens der Schöpfer des Begriffes Lila Eichhörnchen. Das habe ich mir erklären lassen. Da geht es um? Es geht darum, die besten Kandidaten zu finden für eine ganz bestimmte Stelle. Es geht nicht um die Menschen. Menschen, sondern Kandidaten, das heißt Mensch in Verbindung mit Stelle. Lila Eichhörnchen, weil Eichhörnchen sind flink und klein und man sieht sie nicht so einfach. Und lila, weil solche gibt es fast nicht. Wichtigste ist aber das Begriff, die Jagd nach dem lila Eichhörnchen. Richtig. Weil es geht nicht darum, dass Firmen wie Rapunzel die Haare runterlassen, hoffen, dass ein Prinz zufällig vorbeikommt, sieht, oh, da ist ein Stelleninserat, da melde ich mich. Das sind nämlich die Suchenden, die solche finden, sondern ich will, dass die Menschen rausgehen und suchen nach den Kandidaten. Nicht zum die erlegen, sondern gehen sie raus und suchen sie die Kandidaten der freien Wildbahn. Ja. Darum die Jagd nach dem lila Eichhörnchen. Ja. Das kann man Donat Matthews abspüren. Er reist um die Welt auf der Jagd nach Eichhörnchen. Unter anderem. Danke, gerne, immer gerne.